Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A New Beginning. So, wir gucken uns hier mal erstmal weiter fertig um. Wir wurden ja gerade entführt. Der Ventilator rabbelt hier ganz schön laut, aber den können wir nur angucken. Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Okay, können wir die Duschstange eigentlich nochmal anfassen? Nee, da ist jetzt komplett desensibilisiert, nur die Dusche noch. Die können wir jetzt noch benutzen, aber ich glaube, er will Klar. nicht. Okay, er will wirklich nicht. Schade. Das Waschbecken vielleicht, das können wir mal angucken. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Okay, und das Klo? Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Warte mal, was ist das? Warum sieht es eigentlich so weird aus? Hinsetzen? Mein Rücken würde es mir danken, aber je früher ich hier raus bin, desto besser. Okay, Zum benutzen. Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Da hat er natürlich recht. So, und das Fenster? Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Können wir es aufmachen? Guck, wir können. Und jetzt können wir es wieder Ich kann zumachen. da unten einen Fjord. Gott Nee, sei das Dank. hatten wir ja schon. Komisch. Ich frage mich, wozu? Oh, und hier ist eine verdächtige Schraube. Eine Kreuzschlitzschraube. Sie hält irgendetwas an der Außenseite des Helikopters. Okay. Da Aufschrauben. braucht es schon mehr als verhornte Wurstfinger. Haben wir denn irgendwas da? Wir haben. Ah, nee, wir haben tatsächlich gar nichts mehr. Nur noch den Fußnagelclipser. Aber der wird, glaube ich, nicht reichen dafür, oder? Firlefanz. Nee, okay. Dann könnten wir ja vielleicht irgendwie auffangen, was dann da runterfällt, ne? Obwohl ich sagen muss, ich würde das hier ehrlich gesagt nicht erstmal aufschrauben. Was ist hier drin? Ist da noch was? Ah ja, ein Kamm. Oh. Angucken. Ein Metallkamm. Können wir den Ich muss benutzen? für niemanden mehr schön sein. Die Zeiten sind vorbei. Das ist ja kein Grund. Aber na gut, wir nehmen ihn erstmal mit. Ey, wir sind hier vollkommen ausgerüstet. Das Styling kann jeden Augenblick losgehen. So, können wir eigentlich gehen? Das wäre ja mal eine interessante Frage. Oh, wir können lauschen. Aber erstmal gucken. Die ist zu. Okay, dann lauschen wir Ich mal. kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut. Aha, vielleicht können wir den Kamm in den Rotor schieben. Das machen wir gleich. Erstmal probieren, ob es aufgeht. Sie haben sie abgeschlossen. Es war wohl zu erwarten, dass die Fesseln nicht lange halten würden. Okay, macht Sinn. Obwohl, ehrlich gesagt, warum ihn überhaupt fesseln, wenn man schon damit rechnet, dass er eh freikommt? Mit Aufbrechen? bloßen Händen wird das nichts. Okay, er kann nichts hören. Dann probieren wir doch mal, den Kamm in den Rotor zu stecken. Popperlapapp. Okay, Entschuldigung, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Können wir den irgendwie So abknipsen? ein Quark. Entschuldigung, jetzt sei doch mal nicht so. Aber was machen wir dann? Habe ich noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Das hier ist nur die Dusche. Tür, Klo. Nee, das hat. Hier ist der Schrank, der Schrank, der Schrank. Das hatten wir alles. Und er kriegt die Tür nicht auf. Das ist jetzt aber in der Mit bloßen Tat. Händen. Ja, mit bloßen Händen wird es nichts. Aber womit soll das denn was werden? Als ob der Fußnagelclipser da Und hilft. wie geht es dann weiter? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Können wir hier vielleicht das hier abschneiden? Schmonzes. Schmonzes. Ein geiles Wort, das habe ich noch nie gehört. Vielleicht Aftershave reinsprühen? Das ist Warum doch auch immer. Quatsch. Ja, du, ich bin auch nur verzweifelt. Was weiß denn ich? Ich schütte es lieber nicht weg. Vielleicht brauche ich es noch. Das macht schon Sinn. Ich will auch nicht, dass du es wegschüttest. Und wir können aus dem Fenster auch nicht rausklettern. Macht auch Sinn, ne? Wir Gott sei fliegen Dank. ja. Aber womit könnten wir die Tür aufbrechen? Wir haben ja unsere nützliche Stange. Ist ja leider gar nicht mehr anklickbar. Und wenn wir einfach mal klopfen an die Tür? Aber das will er ja nicht. Sie haben sie. Es war wohl zu. Ja. Aber was machen wir dann? So ein Käse. Mit einem Kamm kann man keine Tür aufbrechen. Ja, das macht schon Sinn. Aber mit dem Ding ja Senf. auch nicht. Schmonzes. Ich bin nicht verzweifelt, auf keinen Fall. So, Das das ist doch können wir. Unsinn. Pah, das führt doch zu Ja, ist gut. Ich versuche doch nur mal alles mit Blödsinn. allem.
Okay, alles mit allem klappt nicht. Es macht halt Sinn, dass wir diese Schraube irgendwie aufkriegen müssen, aber mit dem Kamm doch nicht, oder? Passt der da rein? Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. Hm, okay, also grundsätzlich aber schon mal eine gute Idee. Vielleicht, wenn wir was raufschrauben, das schmieriger Kladderadatsch. wird. Okay, vielleicht, wenn wir den doch noch Nichts als Ramsch. zurechtschneiden. Okay, er passt, aber er rutscht ab. Na, wir haben ja auch nichts. Auch nichts weiter. Und die Schränke alle mal wieder zumachen. Vielleicht ist das an der Außenseite noch was, aber ich glaube nicht. Und den letzten können wir nicht schließen. Ah, doch, hier. Schließen. Nee, okay, aber da ist auch nichts hinter. Vielleicht, wenn wir den irgendwie nass machen oder so. Ich weiß zwar Kappes. auch nicht, warum, aber. Unfug. Heckmeck. Ja, ich merke schon, du bist richtig unbegeistert von meinen Ideen, aber du, was weiß denn ich? Können wir vielleicht die Dusche anknipsen? Blödsinn. Das Wasser rausläuft, wisst ihr, oder die Toilette? Blödsinn. Die Narretei. überfluten alles. Das fand ich gar nicht so eine doofe Idee, aber na gut. Er rutscht immer wieder ab. Und wir können ihn nicht Das ist doch einsprühen. Unsinn. Ich dachte, es wäre vielleicht klebrig, das Zeug. So Aftershave? Ist Aftershave klebrig? Ne, das ist mir ja schmierig, oder? Ich muss gestehen, ich benutze nicht so oft welches. Verdammt noch mal. Er passt, aber ich. Er rutscht immer wieder ab. Vielleicht. Das Fenster wird ja damit nichts zu tun haben. Verdammt. Nee, das hat damit echt nichts zu tun. Was müssen wir dann machen mit dem Ding? Hier ist noch die Tür. Hä? Aber also jetzt mal ganz. Ich habe doch jetzt schon im Prinzip Das fast ist doch un alles mit Quacksalber. allem verwendet. Moment, außer können wir dem Kamm noch irgendwas machen? Wir können ihn Er ist zerbrechen. etwas morsch in der Mitte, aber sonst in gutem Zustand. Aber zerschnibbeln ging nicht, ne? Nee, das war völlig unmöglich. Okay, ich guck gerade mal kurz. Nee, damit Ein können wir Brecher, aber nichts man kann's. weitermachen. Und hier. Oh, wir können riechen. Stechend und salzig nach dem größten Labor der Welt benannt. Herrlich. Okay. Dann probieren wir jetzt mal die Kammhälfte damit. Das wird nichts. Der Kamm hat das falsche Format für den Schraubenkopf. Wie ich dachte, er passt. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. Ah, okay. Und jetzt ist es okay? Ehrlich Was gesagt, für ein blödsinniger Plan. es erscheint mir auch Aber er etwas weit funktioniert. hergeholt, muss ich gestehen. Und jetzt hängt da irgendwas runter. Ja, Moment, das gucken wir mal kurz. Ein Kabel, so. Die Ansehen. Schrauben haben es oben gehalten. Und dann nicht das Ich Fenster, kann das doch wollte dort ich gar leider. nicht. Das hatten wir ja schon, das Kabel Es verfolgen. kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Was für ein Ding? Was für eine Antenne? Tut mir leid, ich hab gar kein Wissen über sowas. Na, dann ziehen wir einfach mal. Ah, die Antennenarm, okay. Ich muss aufpassen, dass ich nicht genauso destruktiv werde wie diese Aktivisten. Ja, ich meine, die haben eigentlich nichts kaputt gemacht, oder? Ehrlich gesagt, wenn ich mir hier die Dusche so angucke, du hast viel mehr kaputt gemacht als die, oder? Also ich meine, außer du zählst so deinen Kopf, das stimmt natürlich, das ist jetzt nicht ganz falsch, ne? Aber sonst? So, dann nehmen wir den mal mit. Oh, und jetzt haben wir hier britzelnde Kabel. Ansehen, benutzen, verfolgen, klettern. Ich Oho. werde nicht mit einem elektrischen Kabel an einem fliegenden Hubschrauber entlang kraxeln. Da kann ich mich auch gleich aus dem Fenster werfen. Sei doch mal nicht so. Okay, und wir haben einen Kuhfuß. Dann können wir bestimmt die Tür aufbrechen, oder? Ja. So, Nice. und jetzt raus hier. Na dann, in einem fliegenden Helikopter kommt man zwar meiner Meinung nach nicht sehr weit, weil. Wo soll man hin? Aber gut. Da ist doch was hinter. Und ist eine coole Bemalung. Die Kammer des Schreckens. Steht da aber gar nicht, oder? Nee, da steht nur, geh nicht rein. Sieht aber hübsch aus hier. Also halt, ne, so weitestgehend. Ah, das. Jemand, der bemerken könnte, dass wir ausgebrochen sind. Das ist vielleicht eine blöde Idee. Ah, hier vorne im Cockpit wird doch auch jemand sitzen. Das meine ich halt so, wenn wir in einem fliegenden Helikopter sind.
So, wo sollen wir denn dann jetzt groß hin halt? Und wir können ja auch gar nichts angucken. Doch, ein paar Sachen. Nämlich zum Beispiel das Gitter. Wenn die Mechanik genauso verrostet ist wie dieses Gitter, dann gute Nacht. Die hören ihn auch nicht. Wir führen hier laute Selbstgespräche, nachdem wir ausgebrochen sind. Kein Ich Problem. sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Na gut, dann nicht. Denn hier haben wir ein Diktiergerät. Oh, Ein spannend. Diktaphon unter einem Kissen? Das sieht mir doch verdächtig nach einem Traumtagebuch aus. Und ich dachte immer, Dr. Angust hätte das bloß erfunden, um mich zu ärgern. Cool. Erstmal andere Leute Traumtagebuch lesen. Das, ne? Nicht nachmachen, liebe Kinder. Aber ich wäre schon interessiert. Vielleicht, ich meine, wenn die Aufnahmen darauf jetzt bestätigen, dass sie aus der Zukunft ist, glaubt er das dann oder denkt er dann, ja, das hat sie ja nur platziert, um mich weiter hinters Licht zu führen oder so? Das frage ich mich. Moment mal, was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Ach, das ist doch Plastiknetz. Nein, du Dummerchen, das ist doch das kennen wir doch aus der Backstory. Ein Spielzeugnetz aus Plastik. Ich nehme an, das war die Inspiration für Fays sogenannte Kondensatormembran. Genau, du kennst es doch. Anfühlen? Dieses Ding ist aus irgendeinem synthetischen Material. Fühlt sich eklig an. Okay, und das Diktiergerät können wir da mal. Ah ja, wir können abspielen. Na dann, hören wir doch mal, was die Faye so Fay ist zu echt eine sagen Wucht. hat. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt, dann wow! Bin ich ein gemachter Mann! Natürlich brauchen wir noch einen besseren PR-Agenten, oder? Ach was, das mache ich selbst. Dann sei Klimawandel! Gott, ist sie süß! Klingt so, als hätte die gute Fay einen Verehrer. Was ich mich auch frage, ne? Genau. Wer ist eigentlich der Typ, der mit Faye unterwegs war? Was ist mit Salvador passiert? Ich meine, der war ja schon angemessen pissig auf uns. Also ich meine, oder was heißt angemessen? Er war schon auch viel unangemessen pissig. Aber nachdem wir die Mission sabotiert haben, auch ein bisschen zu Recht, hat er uns dann einfach im Stich gelassen und hat gesagt, so du mit deinem Scheiß, mach das jetzt alleine. Notizbücher. Oggis kreative Ergüsse, Band 1 und 2. Kann ich die lesen? Das überlasse ich den Leuten, die von dieser Art von Literatur etwas verstehen. Dr. Angus zum Verdammt. Beispiel. Ich hätte gerne die kreativen Ergüsse gelesen. Die Romane, können wir die wenigstens lesen? Die meisten kenne ich schon. Oh. Das scheint mir aber unwahrscheinlich, oder? Ich meine, wie viel liest der denn? Und hängt da eigentlich ein Bügeleisen von der Decke? Ich frag nur, ne? Also, ich verurteile hier niemanden, aber. Das sieht aus wie ein Bügeleisen, oder? Das da oben in der Ecke. Schwedische Krimis. Ah, okay, das hier war nicht, ne? Hm. Oh, und Nachschlagewerke sind ja auch noch. Nachschlagewerke zu Journalismus, Politik, UFO-Forschung und Jules Verne. Daneben, wie schreibe ich einen Roman? Und Wörterbücher. Norwegisch-Japanisch, Norwegisch-Chinesisch und Norwegisch-Koreanisch. Was man nicht alles vorhat im Leben. Lesen. Damit hätte ich anfangen müssen, als ich 14 war, als ich noch Platz hatte in meinem Kopf. Ach, für sowas ist nie zu spät. Und Alben sind hier auch noch. Der Mann ist kultiviert, sag ich mal. Ein Album mit der Aufschrift meine allerersten Fotos, eine Enzyklopädie über Comics und ein Karriereplaner Blitzreporter in 3 Tagen. Hinter den Büchern schaut ein Kabel hervor. Ehrlich gesagt, als da Alben stand, dachte ich, es wären so Musikalben. Aber macht Sinn, so sieht's auch gar nicht aus. Aber ich dachte trotzdem, das wären einfach halt so CDs, ne? Lesen. Das ist nicht mein Metier. Na gut, dann wegräumen. Dieses Kabel hier. Ich räume die Bücher mal beiseite. Kabel. Aha. Ein Kabel. Für was auch immer. Wir könnten es auf jeden Fall mal. Also ich meine, ich will hier niemanden sabotieren, ne? Aber. So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Okay, wir sind nicht abgestürzt. Das ist schon mal gut, weil davor hatte ich echt Sorge. Also, ne, in einem fliegenden Hubschrauber erstmal anfangen, irgendwelche Kabel zu zerschnibbeln, das ist schon nicht ungefährlich. So, dann haben wir jetzt alles hier im Raum angeguckt, glaube ich. Das heißt, wir müssen dann tatsächlich. Ja, wem wollen wir uns als erstes stellen? Ich würde sagen. Mit Faye haben wir ja schon geredet, ne? Also gehen wir erstmal ins Cockpit. Ah, okay, er geht ja gar nicht hin, er guckt nur. Verrückter Typ. Wir könnten ihn niederschlagen, aber das halte ich für eine echt schlechte Idee. Das ist dieser Rowdy mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich hier gar nicht zugetraut. Der Rowdy. Können wir den Hallo, anquatschen? Sie. Ich bin frei.
wie ich es mir dachte. Er hört nichts. Das heißt, er ist das perfekte Opfer für eine Überraschungsattacke. Er mag ein brutaler Schläger sein, aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Aha, oh ja, daran hatte ich gar nicht gedacht, aber da hat er tatsächlich recht. Ja, doch, es gibt schon einen Grund, warum man den Fahrer immer nicht hauen soll. So, die Sicherung können wir verwackeln, aber erstmal will ich gucken. Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Mhm, nehmen. Ich lasse sie lieber drin. Wer weiß, was sie sonst noch alles steuern. Ja, dass wir halt in der Luft bleiben, aber so ein bisschen... So entstehen übrigens Turbulenzen, Kinder, ne? Das ist, wenn irgendwelche Verrückten an den Sicherungen rumwackeln. Was willst du eigentlich, ha? Ich hab die Schnauze voll bis Uranus, ständig nach deiner Nase zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Und jetzt halt die Klappe. Du dumme Pute. Okay, wir können ihn auf jeden Fall wütend machen. Gucken wir erstmal die Armaturen an. Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nach Hause geflogen. Dann nur noch einmal im Monat. Beziehungsweise gar nicht mehr. Echt? Mit einem Hubschrauber zur Arbeit fliegen ist aber schon dekadent, oder? Ich dachte, du bist pro Klimaschutz und so. Sind Hubschrauber... Das ist doch wahrscheinlich wie Flugzeuge, oder? Steuern? Lieber nicht. Er macht das schon ganz gut. Okay, wenn wir auch Hubschrauber fliegen können, dann finde ich, könntest du ihn schon K.O. schlagen. Also dann finde ich, zumindest geht dein Argument ein bisschen weg. So, bevor ich ihn weiter wütend mache, gehe ich erstmal wieder. Ich würde sagen, der Wutausbruch war mir jetzt nicht so sympathisch. Da könnte ich mir für die Faye schon was anderes vorstellen. Apropos, gehen wir mal zu ihr gucken. Einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Fay hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Ey, vergiss mal die Funkstation. Was ist das denn hier? Harvey, Kumpel, du hier. Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Ein Saustall? Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Ist ja auch erst eine kurze WG, ne? Hier ist die Sprechanlage. Aha, da könnten wir natürlich versuchen... Dass sie irgendwie denkt, sie muss nach vorne kommen, ne? Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden. Was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Ja, wir könnten sie ja einschalten. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Fände ich aber, muss ich sagen, würde ich schon gern sehen, wie du das machst. Aber na gut, dann gucken wir erstmal die Ablage an. Ein Gewürzschränkchen in einem Militärhubschrauber. Dass ich das noch erleben darf. So, hier ist die Kaffeemaschine. Früher habe ich das Zeug literweise getrunken. Nach meinem Zusammenbruch war es dann das Erste, was mir Dr. Angus verboten hat. Und nach meiner Flucht wird das das Erste sein, was ich wieder anfange. Kaffee trinken? Ah, ich weiß nicht, aber wenn du den ganzen Tag nur zu Hause sitzt, dann weiß ich echt nicht, wozu, muss ich sagen. Aber ich verstehe Kaffee sowieso nicht so richtig. Ich muss sagen, ich trinke persönlich gar keinen Kaffee. Aber ihr könnt gerne, ne? Nur nicht zu viel. Immer vorsichtig. So, das Fenster. Für jemanden, der in einem Bunker gelebt haben soll, interessiert sie der Himmel herzlich wenig. Es muss wohl erst das Klima verrückt spielen, bevor sie sich bewegt. Ey, jetzt sei mal nicht so judgy. Sie ist hier immerhin beschäftigt mit wichtigen Schraubenzieher, kombiniere Schraubenzieher mit Touch-Display-Dingen, ne? Ich muss sagen, der Typ wirkt mir immer unsympathischer. Also wenn dein Zimmer so aussieht und du so aggressiv wirst direkt, ich bin doch eher gegen die Romanze mit Faye, muss ich sagen. Ich glaube, da könnte sie schon jemanden, ich sag mal, stabileren finden. So, gucken wir mal den blauen Hasen an, mal gucken, was er sagt. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Oh du, nee, also da fürchte ich, muss ich dich enttäuschen. Können wir ihn denn... Reden? Dann sagt er vielleicht was. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Lass uns den Mond anzünden oder sowas. Okay, nehmen. Ich komme nicht ran, solange... Okay, will er nicht. Und benutzen... Ich komme nicht... Ja, okay, verstehe. Machen wir also alles später, dann gucken wir nur nochmal das Funkgerät an. Da muss ich hin. Aber vorher muss sie weg. Können wir es benutzen? Genau das ist der Plan. Ja, aber okay. Solange ich nicht allein bin, kann ich auch nicht um Hilfe rufen. Ich verstehe. Ist aber ziemlich smart, muss ich sagen. Also da ist er jetzt schon ganz schön schnell drauf gekommen, finde ich. In so einer Stresssituation, panisch, ich bin gefangen und dann erstmal so, ah, okay, da ist das Funkgerät, ich mache hier einen Plan. Also er ist ganz schön ruhig, finde ich. So, hier sind Zettel. Noch mehr von diesen Zetteln. Der Helikopter ist voll davon. Können wir die denn lesen? Irgend so ein Journalist nannte mich mal einen weitsichtigen Wissenschaftler. Hat sich mittlerweile mehrfach als falsch herausgestellt. Okay. Und hier war noch irgendwas. Ah ja, noch ein Kabel. Ach, das ist das Kabel, was wir zerschnibbelt haben. Es verbindet die Sprechanlage mit dem Cockpit. Ah,
Okay. Es führt in die Wand und hinter das Bücherregal nebenan. Ja, das Rätsel haben wir schon gelöst. Okay, das heißt, ich nehme an, wir müssen dafür sorgen, dass er da vorne Faye rufen will. Dann klappt es nicht, dann geht er nach hier hinten, oder? Nee, wobei, das macht ja keinen Sinn. Sie soll ja nach... Ah, nee. Sie versucht, die Sprechanlage zu benutzen. Und muss dann nach vorne gehen, weil es nicht klappt. So rum. Das macht viel mehr Sinn. So, ansehen. Nach allem, was ich von ihr weiß, könnte das Ding in ihrer Hand gleich explodieren. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Jetzt sag mal nicht so. Also sie wirkte doch schon gefasst, zumindest beim Erzählen. Selbst wenn du ihr nicht glaubst. Reden? Das letzte Mal, als ich dieser Dame die Meinung geigen wollte, hat man mich mit einem Holzscheit niedergeschlagen. Ich werde langsam zu alt, um meine Fehler zu wiederholen. Okay, na gut, da hast du nicht ganz unrecht. Und sie niederschlagen? Ey, wehe. Aber ich klick's einmal an. Ich wehre nicht, dass er es macht. Ich... Sag ihm nur, er soll es machen. Schlägt man zu leicht, ruft sie um Hilfe. Schlägt man zu fest? Egal, was sie getan hat. Ich verletze hier niemanden. Dafür hast du aber ganz schön detailliert drüber nachgedacht, muss ich sagen. Okay. Alles klar, ich verstehe. So, wir haben das Kabel schon zerschnibbelt. Müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass er sie um Hilfe irgendwie... Oder dass er ihr irgendwas durchsagen... Nee, dass sie ihm irgendwas durchsagen will. Versuchen wir erstmal weiter, ihn nochmal wütend zu machen. Das wollte ich eh probieren, ob da irgendwas passiert, wenn man das mehrmals macht. Ach nö, wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuscht du mich, das ist doch keine Beziehung. Er redet mit seinem Helikopter, oder? Oder redet er über Faye? Ich überlege gerade, weil er wollte eine Beziehung mit Faye, oder? Aber ich bin irgendwie unsicher, mit wem er redet. Oh, nicht schon wieder! Weißt du, was du bist? Eine olle, meckrige Stute! Echt ein Wunder, dass du überhaupt noch hochkommst. Okay, er meint den Helikopter, alles klar. Oh, jetzt haben wir Agent Provokateur. Okay, ich glaube, damit haben wir das gekriegt, was man macht, wenn man die mehrmals verwackelt. Was willst du eigentlich? Ja, okay, das hatten wir tatsächlich schon. Ich hab die Schnauze voll bis... Mhm, ich klick's mal kurz durch. So, alles klar, okay. Was könnte Faye denn von ihm wollen? Wir haben ja ein Diktiergerät... Ein Plastiknetz. Ob wir irgendwie das Diktiergerät... Ob wir irgendwie so das mit ihr benutzen, dass sie denkt, er ruft sie? Weil da ist ja seine Stimme drauf, ne? Ein Diktaphon. Finde ich. Mit diesen Ohren. Ja, ja, genau. Ach nee, wobei, warte mal. Wir können ja auch was aufnehmen. Das habe ich noch gar nicht probiert. Was sollte ich hier schon aufnehmen? Mich? Puh. Nee, wir müssen ihn aufnehmen. Und zwar irgendwas wie... Faye, sag mir mal was Wichtiges oder komm mal rüber, irgendwie sowas. Probieren wir mal. Moment. Ah, ein sorry. Dick. So. Hier. Nun gut, wir sind auf Aufnahme. Mhm. Dann jetzt nochmal hier drum spielen. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuld Daniel. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Okay, alles klar. Jetzt haben wir das aufgenommen und jetzt bringen wir das rüber zu ihr. Und ich hoffe, er macht das dann von alleine, dass er sich einfach mal schnell im Klo versteckt, während sie da langläuft. Ne? Das würde er wohl hinkriegen. Diktiergerät mit Faye. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Wie... Aber wie willst du das denn dann sonst? Wie kriegen wir das denn dann zu ihr? Sie soll das doch hören. Oder müssen wir das hier irgendwie platzieren? Käse. Hm. Weil er muss doch... Sie soll das doch mitkriegen. Das ist doch Unsinn. Okay, er will es nicht ins Plastiknetz machen. Schade. Hm. Huch, er ist verschwunden. Sorry, das wollte ich nicht. Das probieren wir nochmal. Okay, er ist jetzt einfach weg. Aber das muss doch an die Sprechanlage jetzt wahrscheinlich, oder? Ist das richtig? Sagt er was dazu? Ha, huh. Okay, er verschwindet einfach, wenn ich das mache. Gut, dann nehme ich mal an, das ist falsch. Tun wir das vielleicht mal hier hin? Das Ding hat keinen Anschluss für Offenliegen, nur einen normalen für Kopfhörer. Für Kopfhörer, okay. Ob wir sowas noch brauchen? Hm.
Na gut, aber dann würde ich sagen, dann war es das erstmal für diese Folge von A New Beginning. Ich gucke in der Zwischenzeit mal, warum er verschwindet, ob ich das rausfinde. Und ja, ihr könnt ja gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr freuen, auch was ihr von der ganzen Situation haltet. Und dann lasst gern ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!